Herzlich willkommen zu Sex and Spirit, the Not Too Late Night Show mit Claudia Elisabeth Huber. Ist sie hier? Ist sie dort? Ich weiß das nicht. Sie sitzt auf jeden Fall digital neben mir. Und Sexpsychologin ist sie und ich bin Karin Klein, Körpertherapeutin mit dem anderen Blick. So, und heute wollen wir euch erzählen, dass man Lust nicht hat, sondern ja, Lust macht man. Und zwar sprechen wir natürlich über die sexuelle Lust. Wir haben ja nicht umsonst hier eine Sexpsychologin bei uns sitzen, sondern wir sprechen auch über alles, worauf man so richtig Bock haben kann. Beziehungsweise die Dinge, auf die man dann halt eben nicht unbedingt so viel Bock haben kann. Also egal, ob es jetzt um dein eigenes Buch schreiben geht, dich mal hinzusetzen, dein eigenes Buch zu schreiben, dein eigenes Business vorantreiben, mal wieder Sport zu machen, dich von der Couch aufzubewegen, all diese Sachen, was eigentlich, ja, wir denken immer, die Lust, die kommt dann von alleine, tut sie ja aber nicht. Weil das ist normal, dass sie das nicht tut, weil eben Lust hat man nicht, Lust macht man. Wir brauchen da so ein bisschen Input von uns selbst für, damit wir in die Lust kommen, damit wir in Bewegung kommen und Motivation haben, bestimmte Dinge zu tun. Und der Clou daran ist, wir brauchen Langeweile dafür. Warum, wieso, weshalb? Das erklären wir euch jetzt. Genau, das erklären wir euch jetzt. Und zwar fange ich mal so ein bisschen damit an, warum wir es ja eigentlich so schön gerne gemütlich haben. Und zwar ist unser Gehirn so mit circa 2/3 seiner Kapazität daran interessiert, den Status quo zu erhalten. Also wenn man da aber jetzt darüber spricht oder diskutiert, ob jetzt 2/3 oder nicht, das kann man immer nur abschätzen, aber man weiß es ungefähr so, ist halt der Status quo was total Tolles für uns. Weil wir finden, da können wir uns gut orientieren, das macht uns wenig Aufwand. Wir versuchen, möglichst Veränderungen zu vermeiden, weil Veränderungen sind für unser Gehirn nicht immer nur positiv, sondern auch was Negatives. Und deswegen versucht unser Gehirn, wenn wir schon mal einen Status quo haben, egal, ob wir den jetzt total toll finden oder nicht, uns dazu zu animieren, bloß nichts zu verändern. Das heißt, wenn du mal auf deinem Sofa liegst und dich bequem hingebettet hast, dann hast du auch keine Lust, selbst wenn du vielleicht Lust auf ein Bierchen hättest, hast du keine Lust aufzustehen und zum Kühlschrank zu gehen, sondern würdest am liebsten deinen Hund schicken. Oder du hast auch keine Lust, wenn du mal auf dem Sofa sitzt und an dir runterguckst und dann denkst so, eigentlich sollte ich mal wieder Sport treiben, fängst du nicht automatisch damit an, weil dein Gehirn sagt, ja, aber hier auf dem Sofa ist es doch eigentlich ganz toll. Genau. Und deswegen versucht unser Gehirn auch zu vermeiden, dass wir uns verletzen, dass wir uns in Risiken stürzen, dass wir das, was wir gerade haben, dass das sich verändert, dass es schlechter wird. Also eigentlich will unser Gehirn uns nur schützen vor negativen Veränderungen oder Überraschungen. So ist das. So, aber warum wir jetzt eigentlich überhaupt nicht auf die Idee, also warum wir auch nicht auf die Idee kommen, dass es uns möglicherweise, dass wir uns verändern sollten, trotz dass wir uns vielleicht manchmal gelangweilt fühlen, das kommt jetzt dann auch gleich später, aber was brauchen wir denn eigentlich dafür, dass wir überhaupt uns nicht gelangweilt fühlen? Da brauchen wir einen sogenannten Neurotransmitter. Das ist quasi ein Gehirnbotenstoff, ein Molekül, was sich Dopamin nennt. Und ihr habt da vielleicht schon mal was von gehört, weil das ist mittlerweile so relativ bekannt, was Dopamin so alles macht. Es wird unter anderem das Belohnungshormon, das ist kein Hormon, aber manchmal wird es so genannt, der Belohnungsbotenstoff genannt. Und zwar ist das etwas, was in uns ein Botenstoff eben, der ausgeschüttet wird, der uns motiviert, Dinge zu tun, von denen wir uns eine Belohnung erwarten. Also rein theoretisch müsste es ja dann so sein, in dem Beispiel, was du gerade gegeben hast, Claudia, wir liegen auf der Couch und würden eigentlich gerne noch ein Bierchen dazu trinken, wo es doch so gerade entspannt ist. Und es müsste uns eigentlich schon reichen, diese Idee zu haben, wenn ich dann mit dem Bierchen auf der Couch liege, geht es mir ja noch sehr, sehr viel besser.
Aber der Punkt ist, an der Stelle, wir werden mit den ganzen Dopaminausschüttungen, die wir sonst so haben, bekommen wir eine Toleranzgrenze. Also wir sind zu sehr an eine hohe Ausschüttung von Dopamin gewohnt. Und das kommt darüber, weil unser Gehirn ja immer mehr von dem Ganzen will. Ich habe mich entschieden, ich erspare euch heute die ganzen Tierversuche, die uns da drauf gebracht haben. Aber es ist so, dass wenn wir einmal Dopamin ausgeschüttet haben, möchten wir immer mehr davon. Das ist zum Beispiel unter anderem, ich greife mal da so in deinen Bereich ein, Claudia, das ist die Zigarette danach. Weil der Sex löst Dopamin aus und die Zigarette löst Dopamin aus. Das heißt, wenn der Sex vorbei ist, hatten wir ein bestimmtes Level an Dopamin und wollen dieses Level halten und greifen dann, wenn wir Raucher sind, und eine orale Körperstruktur haben, dann greifen wir nach der Zigarette. So, das ist nur ein Beispiel. Was sonst Dopamin ausschüttet in unserem Körper, ist alles, wovon wir uns Neuigkeit erwarten. Also das kann Scrollen durch Social Media sein. Das kann dieses ständige Gucken aufs Handy, ob möglicherweise eine Textnachricht reingekommen ist. Binge-Watching, also Serien in Folge gucken oder von Netflix gar nicht mehr runterkommen. Das sind alles Sachen, die bei uns im Körper Dopamin ausschütten und das so hochhalten, dieses Level, dass das, was wir sonst so im Alltag machen, nicht mehr ausreicht, dieses Level zu halten, weil unser Gehirn eben so stark daran gewöhnt ist, dieses hohe Level zu haben, dass dieses hohe Level quasi wieder zu unserer Nulllinie wird, also zu der Basislinie, worüber wir dann erstmal wieder kommen müssten, um wieder diesen Effekt zu haben von, boah, da habe ich jetzt wieder Bock drauf, da möchte ich jetzt wieder einsteigen. Und warum Langeweile an der Stelle so eine hohe Relevanz hat, das liegt daran, dass Langeweile uns hilft, dieses Level quasi wieder runterzuschrauben, unser Gehirn quasi von diesem Dopamin zu entwöhnen. Weil es ist tatsächlich wie eine Droge. Es fühlt sich an wie eine Droge. Das ist genau das, was man hat, wenn man in Las Vegas im Urlaub ist und da an diesen einarmigen Banditen sitzt und man denkt, ah, das nächste Mal. Ich habe da schon keine Ahnung, wie viel 100 $ verloren, aber das nächste Mal. Und das ist das, was Dopamin halt bewirkt. Diese Lust am Tun, diese Lust am Weitermachen, weil ich mir eine Belohnung erhoffe. Ist das verständlich? Ich gucke mal gerade, ob wir irgendwelche Kommentare oder Fragen haben. Claudia, du hast ja Im sicherlich auch schon Moment, einen Blick drauf. ja, im Moment ist gerade noch nichts da, aber Okay. ich würde gerne Fragen stellen. Genau, weil es war jetzt gerade so ein bisschen theoretisch. Von daher stellt gerne eure Fragen. Wir geben euch auch noch gerne ein bisschen mehr Genau. Beispiele. Genau, und Und diese. Ich habe ja jetzt schon ein paar Beispiele mit Drogen quasi genannt, also das Spielen, die Zigarette. Natürlich gelten auch Drogenabhängigkeiten von härteren Drogen, spielen da auch eine Rolle. Das hat ja jetzt nicht jeder, Gott sei Dank. Aber das ist so dieser Effekt, nach dem Handy zu greifen, ständig zu gucken, hier gibt es irgendwie was Neues. Das ist nichts anderes. Das ist eine Sache, die wir tun, weil wir uns davon erhoffen, einen kurzen Kick zu bekommen und eine kurze Dopaminausschüttung sozusagen, die uns da an der Stelle quasi so ein kleines High ermöglicht. So, genau. zurück zur Langeweile. Langeweile brauchen wir, um dieses hohe Level, woran unser Gehirn sich gewöhnt hat, langsam wieder runterzuschrauben. Genau, das ist ganz wichtig. Und um das nochmal zu vervollständigen, ihr habt ja jetzt gehört, unser Gehirn ist daran interessiert, dass der Status quo erhalten wird. Ja, der Status quo, also unser Gehirn ist im Umkehrschluss nicht unbedingt damit beschäftigt, dass wir dem nächsten Abenteuer hinterherrennen und danach suchen, sondern wir haben jetzt zwei unterschiedliche Systeme, das Status quo-System nenne ich es mal und das Dopaminsystem, das immer wieder einen neuen Kick haben möchte. Und ihr fragt euch vielleicht jetzt, warum, also man könnte sich fragen, ja, warum jetzt die beiden, warum manchmal nicht dieses Kick-System viel, viel stärker ist es manchmal, und da kommen wir wieder zu dieser Langeweile zurück. Denn unser Sta wenn, stellt euch mal vor, als Kinder, ihr saßt in eurem Zimmer, egal ob mit oder ohne Geschwister, ihr saßt in eurem Zimmer und es war ein lausiger Regentag. Ihr konntet nicht raus, ihr hattet keine Konsole oder
Eure Mutter oder euer Vater haben euch gerade den Gameboy, ja, in meiner Generation gab es es noch, weggenommen. Und ihr hattet nichts zu tun, außer, und ihr wusstet nicht, was ihr machen sollt. Und ihr hattet nichts zu tun, außer an den Fenstern die Regentropfen anzuschauen, wie sie ineinander fließen. Und auf einmal wart ihr daran so gesättigt, dass ihr auf einmal so einen Impuls hattet. Und jetzt möchte ich, Mensch, ärger dich nicht spielen. Oder, und jetzt lese ich ein Buch. Oder, und jetzt gehe ich zur Mama und frage sie vielleicht sogar mal, was sie da macht. Also in dieser Situation geht der Dopaminlevel so weit runter, dass dieses Status Quo-Thema lange genug aufrechterhalten worden ist, dass das eigenes System schon wieder sagt, oh, jetzt hätte ich gern wieder ein Abenteuer. Dass das Abenteuer dann irgendwie was ganz Kleines sein kann, ist natürlich verständlich, weil jede Veränderung, die nach einer langen Kontinuität kommt, ist ja wieder sowas, was Dopamin ausschüttet. Deswegen ist es auch im Übrigen sehr spannend, wenn Menschen sehr lange miteinander zusammen sind, dann löst der eigene Partner nicht mehr so viel Dopamin aus, wie jetzt irgendjemand Neues, mit dem man flirtet. Das ist immer wieder so eine ganz spannende Diskussion. Und ja, es ist zu eng gegriffen zu sagen, jeder Flirt und jedes Fremdgehen ist auf den Dopaminkick zurückzuführen. Mhm. Das ist definitiv zu kurz gegriffen. Aber am Anfang führt eben dieses Dopamin sehr dazu, dass wir uns wie süchtig fühlen. Ja, das ist ein ganz, 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 also deswegen sind wir immer so aufgeregt und denken die ganze Zeit an die Person, niedriger Serotoninspiegel, ihr erinnert euch. Und dann ist dieses Neue einfach der Kick, dieses Neue. Und manche Menschen, die gerne fremdgehen, ich sage jetzt mal gerne in Anführungszeichen, brauchen häufig diesen Kick. Ja, da ist Dopamin einfach auch ein bestimmtes Thema. Zurück zur Langeweile. Also unsere Langeweile hilft uns also, Lust zu generieren. Aber momentan in unserer jetzigen Gesellschaft ist es total schwierig, Dopaminausschüttung zu erzeugen, die höher ist als das, was wir eh haben. Warum? Karin, du hast es gerade eben total gut gesagt, dieses Binge-Watchen oder dauernd aufs Handy gucken, das reicht eigentlich schon, um diesen Kick auszulösen und unser Dopaminstatus ständig irgendwie ein bisschen weiter oben zu lassen. Mhm. Weil heutzutage, wenn wir auf dem Sofa sitzen oder liegen und eine Serie nach der nächsten suchten, merken wir schon, dass es irgendwie so ein Langeweile-Gefühl gibt. Wir haben im Kopf, ja, eigentlich könnten wir ja auch was anderes erleben. Eigentlich wäre es doch auch cool, sich mit Freunden zu treffen. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Aber wir liegen dort und es passiert nichts. Wir kriegen unseren Arsch nicht hoch und so weiter, weil eben die Dopaminausschüttung doch da ist, weil es ja so spannend ist in der Serie. Und Serien sind ja auch so aufgebaut, dass sie spannend sind, oder? Wir können uns von unserem Handy nicht wegreißen, weil das doch irgendwie spannend ist und da könnte eine Neuigkeit kommen. Und dementsprechend kickt sich unser Dopamin immer weiter hoch und wir haben nicht die Möglichkeit, uns gepflegt zu langweilen. Langeweile ist ja auch immer so ein bisschen, also da haben die meisten von uns ein schlechtes Gefühl dabei. Also wenn wir uns zurückerinnern, ist Langeweile ja immer mit irgendwas Negativem konnotiert. In der Kindheit war Langeweile das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber für mich war Langeweile als Kind eins der ödesten Dinge und so unerträglich zum Teil. Und dementsprechend ist für uns Langeweile immer sehr mit diesen Kindheitserinnerungen verknüpft. Heutzutage sage ich halt, es ist eigentlich was super Tolles, gelangweilt zu sein und wirklich mal so gelangweilt zu sein, dass man von innen heraus sagt, ey, jetzt habe ich Bock, das und das zu tun. So. Ich glaube, ja. als Kinder war das ja so schlimm, wenn es dann diesen Punkt erreicht hat von, Mama, mir ist langweilig. Wenn ich selber als Kind keinen Impuls hatte, was ich jetzt dann Neues machen könnte. Ja, nicht dass ich dann nicht schon bereit gewesen wäre, was Neues zu tun, aber mir fehlte noch so ein bisschen den Überblick von den Möglichkeiten, die wir ja als Erwachsene durchaus haben. Weil während ich zum Beispiel, ich liebe dieses Bild vom am Fenster sitzen und den Tropfen nachschauen. Übrigens, Michael meinte, er saß im Auto
und habe mit den Regentropfen Pac-Man gespielt mit den anderen Autos. Das finde ich ja großartig. Aber ich hab das geliebt, das dem nachzuschauen. Und in diesem Moment, wo ich das gemacht habe, war mir ja auch nicht langweilig. Ja. Ja, ich glaube, dieser Aspekt von, es wird langweilig in dem Moment, wo quasi der Pause-Aspekt schon vorbei ist. Genau. Und das ist auch noch eine ganz spannende Sache, da komme ich aber noch mal kurz nachher drauf. Also dieses Langeweile-Gefühl ist etwas, was wir uns ruhig wieder kultivieren dürfen. Mhm. Denn man darf nicht unterschätzen, welches Potenzial in dieser Langeweile liegt. Unser Gehirn braucht nämlich Leerlauf, um Kreativität zu produzieren. Weil Kreativität entsteht immer, nachdem man ganz viel Wissen hat. Und dann hat das Gehirn Leerlauf, irgendwas zu denken, weil wenn wir nicht gezielt denken, denkt das Gehirn ja trotzdem weiter, das arbeitet ja. Und dann auf einmal kommst du auf Lösungen, auf einmal hast du Lust. Das ist ja nichts, was aus der Luft gegriffen kommt, sondern das ist etwas, was du ohne dein Bewusstsein erarbeitet hast. In manchen Punkten in meiner Arbeit arbeite ich genau mit diesem Aspekt, dass wir das Gehirn anreichern mit irgendwelchen Informationen, mit Betrachtungsweisen, mit Fragen, mit verschiedenen Facetten von einem Thema und dann sage ich, und jetzt mach gar nichts und auf einmal entstehen Lösungswege ganz von alleine anscheinend, weil das Gehirn einfach nicht darüber nachgedacht hat. Mhm. Weil das Gehirn das Gefühl hat, es hat jetzt total viel Information, Input und danach kommt was Neues. Mhm. Ähnlich ist es eben auch mit der Langeweile und Lust auf etwas zu haben. Mhm. Das heißt, wir müssen wieder Langeweile zulassen können. Und zwar bedeutet es nicht, sich aufs Sofa zu setzen und irgendeine Serie zu gucken oder stundenlang ins Handy reinzugucken und Textnachrichten zu schreiben, weil das ist nicht Langeweile, sondern wir haben drei ultimative Tipps für euch, Langeweile zu produzieren. Natürlich gibt es unglaublich viele und wenn ihr welche habt, die für euch super sind, dann schreibt die bitte unten drunter, weil wir würden es gerne auch erfahren und zum anderen ist es so, dass andere davon auch profitieren. Wir finden zum ersten, es ist super, super toll, Regentropfen nachzuschauen. Es ist wahnsinnig toll und es hat so ein ganz romantisches Gefühl, an so einem regenverhangenen Tag an den Scheiben zu hängen und da runtertropfen zu lassen. Wenn jetzt gerade kein Regentag ist und das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch öfter nicht so sein, setz dich einfach irgendwo, Tipp Nummer 2, setz dich irgendwo hin, wo es dir gut geht, wo du dein Getränk hast, wo du das Gefühl hast, hier kann ich ewig sitzen und schau nur Löcher in die Luft. Lass dein Handy irgendwo, dass du gar nicht dran denkst, dass du es checken musst. Ich weiß, es ist für viele Menschen mittlerweile schon schwierig geworden, aber probier es einfach. Diese Situation für dich zu erleben, weil wenn du das dann genießt, dann ist es wie das Kind, das Regentropfen anguckt, dann ist es dir nicht langweilig, aber dann hast du einfach diese Ruhe, dein Dopaminspiegel kann runterkommen und du hast wieder danach Lust auf was Neues. Zum dritten, ultimativer Trick Nummer 3, verplane einen ganzen Tag nicht. Plane dir einen Tag, an dem du nichts planst. Es muss nicht mal in der Woche sein, also je häufiger, desto besser, aber plane einen Tag nichts, stehe aber ganz normal auf, zu deiner gewohnten Uhrzeit, sei wach, sei offen für das, was kommt, verfall nicht in irgendeinen starren Modus und warte darauf, oh, vielleicht kommt jetzt gleich mal die große Lust, sondern steh auf, mach dir deinen Kaffee, deinen Tee, dein Wasser, was auch immer du machst und was auch immer. Möglichst dann aber wenig Handy, wenig Netflix, weil wenn du einmal in dieser Netflix- oder Serienfalle bist, dann bist du ja schon wieder aus dieser Langeweile raus, sondern setz dich raus, trink diesen Kaffee nicht am PC, sondern am Balkon, sonst was, stell dich auf die Straße, völlig egal, aber verplane ihn nicht und dann schau mal, was passiert. Wir wissen, es ist manchmal ganz schön schwer und das entspricht so ein bisschen dem,
was Karin in einer anderen Sendung mal zum Thema der spirituelle Aspekt von Pause machen beschrieben hat. Das ist, also du kannst das Video auch gerne, also verlinkst du unten. Oder ich verlinke das. Genau, weil da beschreibt sie ganz schön, was es bedeutet, dann Pause zu machen und vor allen Dingen auch, wie schwierig das manchmal ist. Ne? Das hast du ja auch da drin beschrieben. So, das sind unsere ultimativen drei Tricks. Also schau dir Regentropfen an, auch Blüten, auch sonst irgendwas, egal. Oder schau dir die Bienen auf dem Balkon an, die rumfliegen oder draußen irgendwo. Setz dich irgendwo hin und bleib dann nur sitzen, starre vor dich hin, schau Löcher in die Luft, schau die Landschaft an und verplane einen ganzen Tag oder zumindest einen Teil deines Tages überhaupt nicht. Und mach dir auch keine Pläne, was du da ablesen solltest oder was du da machen willst oder sonst irgendwas, sondern wirklich nicht. To-Do-Listen sind für Langeweile völlig ungeeignet. Michael gibt uns noch den Tipp, und das kann ich nur unterschreiben, sich mit sich selbst beschäftigen, sich auf die Terrasse zu setzen, sich mit sich selbst beschäftigen. Also das, was du gerade gesagt hast, den Tag nicht verplanen. Musik ja, aber Musik, die du schon kennst, ganz genau. Ja. Nichts Neues an der Stelle, aber du darfst dich natürlich gerne mit dir selbst beschäftigen. Meditieren ist großartig, spazieren gehen, Journaling, also Tagebuch oder Dankbarkeitsbuch oder was auch immer schreiben, das sind super Sachen, die man an der Stelle machen kann. Genau. Ja, danke für den Tipp, Michael. Ja, super. Handyfreier Sonntag, sagt er noch, ja. Ich hab mal eine Zeit lang, und das kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, das geht so ein bisschen noch in einen anderen Drift, aber ich habe mal eingeführt die Schweigesonntage. Ich habe sonntags dann, weil das der Tag war, wo es am einfachsten einfach ging, kein Handy, nichts, gar nichts, kein Telefon. Ich habe den ganzen Tag geschwiegen, also wirklich auch nichts gesagt. Auch wenn der Nachbar geklingelt hat, ich habe dann auf den Zettel geschrieben, ich rede heute nicht. Die waren dann alle informiert. Und das ist auch, das gibt auch so eine Langeweile auf einer anderen Ebene. Das könnte ich vielleicht an der Stelle auch noch empfehlen. Also für mich wären diese Schweigesonntage nichts. Es gibt zwar Tage, an denen ich wirklich keinen Bock habe zu reden. Man könnte es ja fast nicht glauben. Dann tue ich es auch nicht. Aber ansonsten, geplantes Schweigen ist für mich, glaube ich, nicht das Richtige. Da muss jeder das Seine finden. Das stimmt schon. Also ich mache dann auch Selbstgespräche, wenn ich Lust habe zu reden und es ist keiner da, habe ich die Selbstgespräche. Das wird mir dann aber auch gar nicht so sehr langweilig. Aber zu der Langeweile zurück. Ich weiß manchmal, weil du dieses Kindheitsgefühl nochmal hattest, diese Situation, wenn dann Mama, was soll ich machen, mir ist langweilig. Dieses Gefühl kenne ich sehr gut, auch als Erwachsene, obwohl wir so viele Möglichkeiten haben. Und das ist der Aspekt, den ich total toll in dem anderen Video von dir finde. Es ist manchmal so, dass wir einfach nur fertig sind, aber noch nicht gelangweilt. Wir sind eigentlich zu fertig, um irgendwas zu machen. Wir wissen eigentlich so, okay, jetzt ist mir eigentlich langweilig. Naja, du könntest jetzt noch mit deinen Freunden raus, du könntest noch die Wäsche machen, du könntest was lesen, du könntest deine Website noch machen, du könntest irgendwie nochmal E-Mails checken oder sonst irgendwas, du könntest so viel. Und du denkst dir so, nein, das ist alles langweilig. Und meine Strategie da ist, ich lege mich dann halt ins Bett und schlafe. Weil ich dann so mich selber so nicht ausstehen kann, dass ich dann an einem Punkt bin, okay, dann schlafe ich einfach. Und meistens ist es dann am nächsten Tag so, dass ich fit bin, dass ich wieder rausgehen will, dass ich mit Leuten Kontakt haben will. Und ich bleibe dann auch nicht an der Netflix-Serie dran, weil ich dann eh merke, okay, dann fange ich an zu schlafen, automatisch. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Nicht dieses Fertigsein, auch nicht dieses kognitive Fertigsein, weil ihr kennt es vielleicht alle, wenn der Körper eigentlich nicht müde ist, aber der Geist und man will irgendwie noch was machen, schlafen, irgendwie anders Pause machen und sich nicht zwingen, irgendwas zu tun, nur damit man diesem Gefühl der Langeweile entkommt. Weil das ist manchmal nicht Langeweile, sondern ich bin wirklich mit meinen Kräften am Ende, ich sollte nur mich ausruhen. Und das merkt man dann, wenn man an so einen Punkt kommt, so, mir ist langweilig und man sich doch nicht aufraffen kann, was zu tun. Also die kleine Unterscheidung. Aber Langeweile, gepflegte Langeweile ist sehr gut für unsere Lust. Ja, das ist definitiv ein guter Aspekt. Mal so ein Nachmittag schlafen ist total wichtig. Aber das ist nicht das, und das möchte ich kurz nochmal betonen, das ist nicht das, was du mit dem dritten Tipp jetzt gesagt hast.
wenn man sich den Tag nicht verplanen soll, dann soll man nicht den Tag im Bett verbringen. Ja, das ist nicht das, was dann die Langeweile hervorruft. Also das hast du ja auch schon betont. Ganz normal aufstehen, ganz normal fit sein und diese Langeweile zulassen. Aber ja, es gibt Momente, wo wir einfach eine Pause brauchen, wo der Körper auch eine andere Pause braucht. Ich verlinke mal das Video hier drunter, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Genau. Genau. Gibt's noch okay, Fragen? Dann schauen wir nochmal, ob wir nochmal Fragen oder Anmerkungen zu dem Ganzen haben. Ja, Michael meint, Claudia, wer schläft, der sündigt nicht. Das stimmt. Okay, den Aspekt von Sünde, den lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Weil Faulheit ist ja auch eine Sünde. Aber gut, das war ja jetzt nicht der Punkt, auf den wir hinaus wollten. Aber es gibt ansonsten keine Fragen. Ihr dürft aber natürlich auch gerne noch im Nachhinein fragen. Wir beantworten dann gerne auch weiterhin in den Kommentaren, wenn ihr das später schaut oder euch später noch Fragen kommen. Bitte schreibt uns. Genau. Wir beantworten das. Wunderbar. Ja, worüber haben wir heute gesprochen und was war unser Anliegen, euch zu sagen, dass man Lust nicht hat, sondern Lust selber macht? Wie immer ist unsere Hauptmessage an der Stelle, ihr seid dem nicht ausgeliefert, sondern ihr habt eben Eigenmacht in dem, was ihr tut. Das heißt, ihr seid dem nicht ausgeliefert, ob ihr jetzt gerade Lust habt, etwas zu tun oder nicht, sondern ihr könnt es selber mitbestimmen. Ihr habt Möglichkeiten, euer Leben so schön zu gestalten, so souverän und frei und leicht zu gestalten, wie ihr euch das wünscht. Das so, sollte so die underlying Message an der Stelle sein, deswegen gebe ich sie euch nochmal hier im Klartext rüber. Wie alles im Leben. Du kannst alles sehr viel besser beeinflussen. Und es ist tatsächlich so, und das ist the tricky part, mit vielen diesen Aspekten müssen wir tatsächlich gegen das arbeiten, was unser Gehirn von Natur aus tut. Weil da kommen wir nochmal kurz zurück zu dem, ich sitze auf der Couch, das ist jetzt mein Status quo, das ist das, was mein Gehirn versucht zu erhalten. Das hat auch so ein bisschen dieses, wenn ich am Schreibtisch sitze, das kennt ihr bestimmt, dass dann vergessen wird zu trinken, dass dann vergessen wird zu essen, weil am Schreibtisch sitzen ist jetzt gerade der Status quo. Und das, da muss man manchmal so ein bisschen gegen seine eigene Natur quasi ankämpfen, aber wir geben euch ja immer diese Tipps, sei es jetzt hier in der Sex and Spirit, the Not Too Late Night Show, in unseren Praxen geben wir euch diese Tipps und diese Werkzeuge ja mit an die Hand, damit ihr das schafft, damit ihr wisst, an welcher Stelle ihr ansetzen könnt, an welchen Drehschrauben ihr drehen könnt, um eben dieses schöne, erfüllte, selbstbestimmte und eigenmächtige Leben führen zu können. Genau. Das heißt, gut, euer Gehirn will euch verführen, nichts zu tun. Euer Dopaminsystem ist euer bester Freund, außer wenn ihr das die ganze Zeit am Feuern haltet. Wir sind für gepflegte Langeweile, dann habt ihr auch wieder Lust, nicht nur auf Sex, sondern auf alle anderen Dinge in eurem Leben auch. Und dann gibt es einfach wieder dieses Welle-Spiel, es ist mal High-Tide, es ist mal Low-Tide, aber es ist einfach abwechslungsreich und gut und ihr habt es in der Hand. Genau. Dann wünschen wir euch jetzt zum Wochenende hin, dass ihr euch ganz, ganz viel Lust macht. Michael schreibt uns noch, dass wir ein tolles Team sind. Herzlichen Dank dafür, das freut uns, dass du der Auffassung bist, dass wir uns so gut ergänzen. Ganz hervorragend. Ganz viel Lust, ganz viel Spaß am Wochenende. Vielleicht ja mal am Sonntag einen Schweigesonntag oder einen Anti-Dopamin-Detox. Enjoy! Wir grüßen euch von hier zu dir.